Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Schon immer am Start seid. Ich bin euer Peter Moss und ich hab den Martin, Jürgen und den Daniel mit am Start. Hallo. 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 Guten Tag. Ah, und wir sagen Hello again. Unten, der kann ja auch weg. Ne, der unten muss bleiben. Warte mal, warte der mal, oben mal. Muss weg. Also ja? Nicht, nicht der obere, sondern der da hier im Weg sitzt. Da. Der mittlere. Ah, ja. Der oberste. Warum habe ich denn die Dinger da jetzt noch nicht rausgekloppt? Der obere nicht, aber der obere. Oh. Was ist der? Der obere nicht, aber der oberste muss weg. Der. Na gut, jetzt genau. Mache ich erstmal den Rest hier. Okay, das kommt von der Kamera runter. Oh. So habe ich mir das am Ende gedacht. Jetzt ist ja hier fertig. Also, außer dass die Sachen Verbraucher noch nicht angeschlossen sind, ist fertig. Gott, sieht das mit dieser Ecke kacke aus. Warum jetzt? Zeigt er mir in der Mitte den immer nicht an? Oder er das nicht will? Ja, nein, ich mach deine Spikes kaputt. Merkwürdig. Wieso machst du meine Spikes kaputt? Weil ich halt reinrenne. Was tust? Einfach nur, weil ich es kann. Bau dir ein paar Frames und kletter drüber, was soll das denn? So, du schließt jetzt schon aus, ne? Ja. Also ich hoffe, dass ihr teilweise die Dinger jetzt schon umgestellt habt, ne? Weil ich lauf gerade außen lang. Nur mal so. Nein. Martin, Test. Ja, sieh's, Mann, ey. Das war eine Warnung, ja. So, eigentlich haben wir ihn jetzt gewarnt. Doch, Feuer frei! Wer jetzt stirbt, ist selber schuld. Nein, sie sind alle umgestellt, Peter. Eventuell. A friendly fire. Extra nochmal schnell umgestellt, wenn ich da jetzt langlaufe, ne? Au! So nach dem Motto, jawohl, funktioniert. Oh. Ich soll die letzten Dinger dann noch rauskloppen, ey. Funktion entscheidet. Man irgendwie... werden umgestellt. Ich wollte sie dann demnächst abschaffen, vielleicht unter Umständen. Ja? Was denn du jetzt? Ich hoffe es, dass es passiert. Macht mein Kabel jetzt nochmal weg. Ich hab doch schon alles angeschlossen gehabt. Mann. Das war ja falsch. Ja, aber was du gemacht Versteh hast. Ich verstehe das sowieso nicht, dieser Uhrenumstellerei da. Ging auch ja kein da Mensch. Um Strom zu sparen. Das war ja mal vor, ich glaube, 44 Jahren. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So vor die Zeit. Idee. Ja, deswegen muss ich es ja auch nicht so genau wissen. Aber ich meine gehört zu haben, dass es 44 Jahre werden. Kann auch einfach statt die Zeiten umstellen, die Schichtzeiten umstellen. Ja. Hat das jetzt was mit den Schichtzeiten zu tun? Ja, weil es doch immer als Argument genommen wird, dass... Weil die Leute dann früher oder später dann dementsprechend aufstehen und dann erst dementsprechend früher oder später erst die Verbraucher anmachen. Oder dementsprechend weniger Licht, weil es ist ja eher oder später hell. Aha. Und, auf die Idee kommt man jetzt, wo wir den Strom teuer im Ausland einkaufen, ja, weil wir unsere AKWs abschalten. Finde ich toll. Finde ich super. Eigentlich ist ja das genaue Gegenteil der Fall. Wir verschenken die ganze Zeit Strom und müssen noch was dafür bezahlen. Genau. Dass wir ihn loswerden. Aber ist egal. Mhm. Mhm. Ja, und in Spitzenzeiten kaufen wir ihn teuer wieder zurück. Ich glaube, wir haben Besuch draußen. Ja, so ein bisschen. Wieso hast du die Dinger da weggenommen? Oh, Martin, Mensch. Was denn? Oh, so, waren wir im Weg? Ja, Entschuldigung, ich setze sie wieder hin. Ja, Daniel, du hast Arbeit. Aber wie mache ich dann jetzt so ein bestehendes Kabel kaputt? Links klick drauf. Geht nicht. Doch. Oh. Das hab ich glaube ich Alarm gemacht. Ich wollte es gerade sagen, kommt jetzt drauf an, wo du dann hinklickst, ne? Also wenn du das Kabel zum Beispiel wegmachen willst, in dieser Strecke von Kamera zu so einem Electric Wire, ne? Musst du dann Linksklick, glaube ich, auf die Kamera machen, dass du dieses Verbindungsstück löst. Ja, zu diesem Wire. Hat doch gleich den Anfangspunkt. Weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. Wäre zu einfach gewesen. Das hat der Martin nicht verstanden. Ah ja, okay. Martin ist hochstudiert, der wird es ein bisschen schwieriger haben. Sonst versteht er das nicht. Wo hat der Martin studiert?
Quatsch. Wirtshaus. Wirtschaft studiert. Da lacht er und denkt so, ja, das habe ich jahrelang gemacht. Wobei, das finde ich relativ witzig, bei uns gibt es einen Laden, ne? Bei uns in der Stadt. Der ist sehr gerne von Studenten besucht bei uns, ne? Was ich total witzig finde, ist, weil das einer mit der teuersten Läden ist, um abends wegzugehen. Also da frage ich mich dann immer so, also unsere Studenten hier bei mir, die müssen anscheinend ein Schweinegeld verdienen. Oder deren Eltern. Oder deren Eltern, ja. Kann auch sein. So. Da. Oh, jetzt schon wieder. Was los, Mann? Und Frames geklaut. Wer war das? Wo ist wieder rot? Irgendein Problem? Ja, da wird's zu lang. Ja, aber es ist irgendwie nicht abgenutzt. Das ist zu lang. Nee, das ist, Wenn es zu lang nicht abreißt, geht's noch. Dann kannst du wieder zurücklaufen. Genau. Ungefähr 10 Blöcke, Martin. Für Strom. Wir hatten den Scheiß hier angeschlossen. Oh. Ja, wer wird's wohl gewesen sein? Du! Ich halte mich hier raus. Hab dir doch jetzt erklärt, wie du es anschließen musst. Das war, ich hab's dir doch erklärt. Ach ja. Ich finde die super. So. Oh, keine Cobblestones mehr. Hm. Ich hab noch. Wollte ja mal so hier noch so ein paar von den. Also, ich kann dir hier das in die alles mögen Kiste. Da sind die Cobblestones drin. Dankeschön. Wo sind Wills Cobblestones? So. So, Mari, was willst du? Denn hier das Getierzeug da. Die Relais noch? Ja, ich brauche noch welche. Hm. Hier war's kaputt. Ja, ich glaube, ich stelle mal so ein bisschen Leber her. Mhm. Achte ich mal so ein bisschen. Was ist denn das ganze Holz denn? Was für ein Holz? Was für ein Holz? Alter, Daniel! Spike Chuggy. Ich sag nur 1600 Spikes. Mein Gott, ey. Du hast gesagt, da sind noch zwei Himmelsrichtungen, wo zu wenig Spikes sind. Darfst du was nicht zu mir sagen? Ja. Man kennt deinen Fehler. Ist ja nicht schlimm, ich weiß, was der Daniel macht. Holz hacken gehen. Spikes? Okay. Ich sehe da irgendwie immer noch keinen Unterschied. Als was? Da hockt da zwei Folgen da hier irgendwo rum und ich sehe immer noch keinen Spike-Unterschied. Das liegt daran, weil du dich von da aus nicht sehen kannst. Was sagen also, wir alle? Hast du die um den Händler rumgebaut oder was? Ja. Ja, die erste Verteidigungslinie ist weit weg. Weil du dich von da nicht sehen kannst. Wenn er auf der Mauer steht, wird er sie nicht sehen können. Ach da. Hast du den Keller gebaut oder was? Und dann Dirt drauf geschüttet, dass die Zombies sich nicht verletzen. Weil wir doch mal eine Idee. Weil wir spielen ja zombie-freundlich. Und
hier lassen wir das so. Oh Gott. Hilfe. Ja, die müssen noch mal machen, Barrelés, ja? Die Kabel nicht weg. Wo denn? Ich muss jetzt mal gucken, was der da unten macht. Die da, die drei da, also zwei da, die da nicht hingehören. Die drei da, die zwei da, die das nicht hingehören. Was? Das war das, was hingehört hat. So. Ihr seid doch bekloppt, ey. Ich treff die Decke nicht. Ach, puh. So. Einmal von der Kamera wieder zurück. Das hab ich doch gerade schon Objektiv, angeschlossen. Neues Objektiv draus setzen, das alte ist gerissen, ne? Das hab ich doch gerade schon angeschlossen. Ach, hast du schon, okay. Vor allem, es sieht so hochgradig interessant aus, was die hier machen. Also hier drüben ist es so, wie es eigentlich sein sollte. Ja, er macht's ein bisschen kompliziert, aber sonst geht's schon. Ja, Martin halt, ne? Also, der Stromverbrauch, das sind nicht die Dart-Traps oder die Kameras, das sind die ganzen Wire-Relays. Ich wollte gerade sagen, eventuell kackt der Server wieder ab, wegen der ganzen Relays. Also, ich weiß gar nicht, was mir dazu einfallen soll. Eigentlich nicht. Besser ist das. Ah, dann haben sie das ganze Glas kaputt gemacht, Mann. Das wir bin ich zu entschuldigen, ja? Ich hab hier kein einziges Glas kaputt gemacht. Genau. Mhm. Warum ist hier dann offen? Weil da unser Eingang ist. War ein Asteroideneinschlag. Das ist aber neben Glas. Ja. Das sagen sie alle. Hast du jeden schnell mit Flexstone aufgefüllt, ne, und sagen hier, kein Glas kaputt gemacht. Ja. So wird es gewesen sein. Wahrscheinlich. Wobei, ich frage mich die ganze Zeit, ob wir den Elektrozaun nicht einfach an dem anderen Generator hier oben lassen wollen. Was, der Elektrozaun muss da auch noch dran? Eigentlich war mal ursprünglich das so gedacht, ja. Das ist jetzt aber nicht geplant. Was ich hier immer wieder für eine Krütze finde, Mann. Secret, hahaha. Ey, das kennst du doch schon. Nein, das hier oben nicht. Ich? Nein! Achso, oh, das ist dasselbe. Nein. Was du denn jetzt? Sag ich das schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Über der Kellertreppe, das kennst du schon. Das kenn ich schon. Na dann. Bin verwirrt. Wenn Martin das sagt, wird so stimmen. Dass ich verwirrt bin. Ja. Auch das, ne? Auch das, ja. So, was brauchen wir denn als nächstes? Ich sehe es ganz deutlich, Mais. Ja, vor allem, also was wir halt auch mal noch so alternativ bräuchten, na, wobei Cotton haben wir eigentlich noch genug, Moment. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ist ja immer noch nicht fertig hier. Mein Gott. Da geht hier. Hat so ein bisschen was von Ark, ne? Dass wir hier die Kacke sogar in der Kiste haben. Kennst du nicht? Kacke in die Kiste halt. Kacke in die Kiste halt, ne? Boah, und tatsächlich Bullet-Tipps. Hm? Wieder keine Relais mehr. Ja, hochgradig fasziniert hier. Ja. Oh.
Weiß nicht, was der mit den ganzen Relais macht. Wo ist denn dieses ganze Blei eigentlich hin? Am Einschmelzen. Oh. Der rechten. Okay. Du meinst die, die nicht brennt, ja? Oh, schon wieder aus? Ja. Brennt nicht. Mensch. Warum auch immer hier noch Stein reingepackt worden ist, weiß auch keiner so genau. Damit es besser brennt. Ah! Brennende Steine sozusagen. Jetzt, wo du es sagst. Und wieder Besucher. Das Feuer hält quasi die Steine warm und die Steine halten das Feuer warm. Ja. Komisch, warum das nicht ging. Na egal. Clay musste eigentlich auch keiner mehr rein. So eigentlich vom Prinzip her. Ja, hier in die eine Forge, weil Clay ist da eigentlich genug drin. Noch. Was ist denn da draußen los? Gott, ey, wisst ihr jetzt, was ich noch machen kann hier in der Folge? Ja. Was für jetzt? Das Zeug ist ja schon getrocknet. Dann gerade wie meine Großmutter irgendwie. Ja. Okay, also jung und hip, ja? Auf jeden Fall. Du würdest auch nicht wagen, irgendwas anderes zu sagen. Ich schon, du nicht. Ich darf das. Was du übers Alter lästern? Ja, das stimmt. Du darfst das, Jürgen. Genau. Das habe ich, verstehe ich nicht. Also sagen, deine Großmutter ist jünger und hipper als du. Als du, ja. Ich glaube, dass er so alt ist. Weil ich mir nicht, dass er so alt ist. In der Reihenfolge nicht verstanden. Also ich komme nach meiner Großmutter. Ich will nicht mehr auf dieses Thema eingehen, ja? Warum? Ist nicht mein Fetisch. Wäre auch schlimm, wenn deine Großmutter ein Fetisch wäre. Was? Fetisch? Fetisch, ja. Meine Großeltern leben alle nicht mehr. Ja, du. Warum nochmal stimmt da der Stromzaun nicht? So, weil wir da ja ausgeschalten wieder Theorie hier umbauen wollten, was aber noch nicht geschehen ist. Naja gut, ich lasse mich mal überraschen, ob das irgendwann mal stattfindet oder nicht. Weil ich brauche Stahl für hier draußen, um die Dinger mal zu reparieren. Leute. Was musst du reparieren? Ja, die Spikes, die an der Wand hängen. Achso, okay. Bräuchten wir mal Stahl. Wobei, wir bräuchten sowieso gerne welche zurück. Ups. Also Stahl habe ich noch nicht verkauft. Um es mal. Du hast alles verkauft. Gewinn zu haben. Aber kein Stahl. Die Großmutter. Ja, weil die ist auch kein Stahl. Klar. Na gut. So, schwere Geburt hier über 2 Folgen hinweg, diese Dinger da auszutauschen.
Aber egal. Du bist weitergekommen als wir. Das kannst du so nicht sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wann ihr da aus der Ecke auch endlich mal rauskriegt. Fehlt immer noch eine Batterie. Mag ja sein, aber... ist ja mal egal. Also ich habe genug Batterien besorgt. Batteriebank. Man muss alle craften. Ja, aber... brauchen wir ein Rezept. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Rezept nicht gelernt hat. Das haben nur wir beide. Gut. Das ist natürlich wiederum ein Argument. Ja. Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob es Martin und Jürgen irgendwann mal schaffen. Es vielleicht noch bis zur Horde, dass es, der Strom dann ordentlich läuft. Dann fängt man an mit Dissen, merkst du es? Ja, vielleicht haben wir bis dahin ja auch kein Gas mehr. Kann natürlich auch so, weil die Generatoren laufen und die ganzen Electric Wire Tools. Nicht so viel schwätzt und mehr hilfst. Warum? Ja. Ich brauch Electric Wire Relays. Linke Werkbank, sind welche drin? Ja, dann crafte welche. Da sind 34 aktuell. Ja. Ihr macht das schon. Hat der Jürgen schon angesetzt. Ich bin stolz auf dich, Jürgen. Ja, einer, ich weiß. Wird auch nie wieder passieren. Martin, dir ist nicht mehr zu helfen. Das ist schon mal der große Pakt. Tu dir gar nicht zu Sarah. Unterstützen von mir aus, ja. Aber helfen kann man dir nicht mehr. Ja. Na gut, Leute, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Aufnahmesession gefallen. Ja, liken, abonnieren, Videobeschreibung glotzen, dranbleiben. Euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge hier zu 7 Days to Die. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh.